Ich würde sagen, wir widmen uns jetzt vorerst noch mal kurz dem Thema Marvin. Leute, kommt rein, es geht gleich los, ich warte noch kurz. Willkommen bei Marvin wird hops genommen. Alle unsere Mitarbeiter befinden sich aktuell im Kundengespräch. Sie werden mit dem nächstmöglich freien Mitarbeiter verbunden. Haben Sie noch etwas Geduld? Ihre aktuelle Wartezeit beträgt 1 Jahrzehnt und 3 Stunden. Wenn Sie nicht mehr warten wollen, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an. Wir antworten niemals @support.de. Stellt euch mal vor, diese Typen bei den Wartehotlines, da sitzt einfach einer und sagt das die ganze Zeit. Das ist gar nicht vom Band. Der muss das immer wiederholen. Okay, ich habe langsam keinen Bock mehr zu warten. Der ist geil. Der ist geil, Lucius Verus. Warte. Zu Schulungszwecken würden wir das Gespräch gerne aufnehmen. Wenn Sie damit einverstanden sind, drücken Sie bitte die 1. Wenn nicht, drücken Sie sich in Ihr Auge. Okay, komm, fangen wir an. Ich habe keinen Bock mehr. So, Leute, danke, dass ihr alle gekommen seid. Also, wir widmen uns nun ein weiteres Mal dem Thema Marvin California. So, meine Lieben, wie sich einige von euch ja bestimmt erinnern, haben wir vor ein paar Tagen eine weitere Marvin California Reaction gestartet. Und bei dieser Reaction ging es unter anderem um einen winzigen Punkt meines Videos, um genau zu sein, meines Discord-Talk-Videos, wo mich ein Teil meiner Community gefragt hat, wie hat denn das Ganze mit Marvin angefangen? Und da habe ich ein paar Sätze lang beschrieben, wie ich laut meiner Erinnerung mich erinnere, zum ersten Mal auf Marvin California aufmerksam geworden zu sein. Und mit dieser Erzählung konnte Marvin California nicht so viel anfangen. Schauen wir nochmal kurz rein. Das ist jetzt nur meine Erinnerung, ne? Ich will das hier gar nicht als die ultimative Wahrheit verkaufen. Ich erzähle einfach nur meine Erinnerung. Was gibt's denn da jetzt schon so rumzuseufzen, Marvin? Was ist denn jetzt dein Problem? Ist der Slip zu eng oder wo drückt der Schuh? Was ist jetzt das Problem, wenn ich sage, ich will euch das gar nicht als die ultimative Wahrheit verkaufen? Meine Erinnerung ist folgende. Irgendwann, Anfang 2020, ist irgendwie Kontakt zwischen Marvin und mir zustande gekommen. Ich weiß gar nicht mehr wie. Ich weiß nicht, ob ich ihm geschrieben habe oder er mir. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ich habe ihm halt, als wir dann in Kontakt gekommen sind, erzählt, hey, ich erinnere mich noch an dich von früher, weil tatsächlich kenne ich Marvin schon sehr lange. Ich weiß noch ganz genau, wie der auf YouTube angefangen hat. Der hat am Anfang auf YouTube gar nicht geredet. Was habe ich denn sonst gemacht? Zeichensprache oder was? Morpho Genetics, danke für dein Prime. Was? Ich hab gar nicht geredet? Ja gut, ich meine, ich weiß ja jetzt schon, weil letztes Mal, also während er das live gemacht hat, sind ja schon Leute zu mir rübergekommen und haben mir ja geschrieben, dass er behauptet hat, er hätte solche Videos nie gemacht. Also dass er das komplett abgestritten hat, dass er sowas jemals gemacht hätte. Jemand anders wiederum hat geschrieben, er hätte dann später an einer anderen Stelle im Stream anscheinend dann doch aus Versehen irgendein Video gefunden, wo er sowas gemacht hat, so rumfahren und Deutschrap-Mucke pumpen. Aber guck mal, wirklich ganz im Ernst, wobei, lass kurz zu der Stelle kommen, aber ich sag's jetzt schon, es ist mir eigentlich egal. Es ist auch eigentlich kein wichtiger Punkt. Ich habe das einfach nur am Rande erwähnt, weil ich mich halt so daran erinnere, ne? ...gekommen sind, erzählt, hey, ich erinnere mich noch an dich von früher. Zenny, danke für den Prime Sub, 30 Monate am Start. Ach, die Gitarrencover, ja gut, das kann sein, ja. Weil tatsächlich kenne ich Marvin schon sehr lange. Ich weiß noch ganz genau, wie der auf YouTube angefangen hat. Der hat am Anfang auf YouTube gar nicht geredet. Der hat am Anfang auf YouTube Videos hochgeladen, wo er mit seinem Auto durch die Staaten gefahren ist und dabei einfach Deutschrap gepumpt hat. Und das fand ich irgendwie cool. Ja. Danke, Gates. Aber also eins muss ich wirklich sagen, eins verstehe ich hier echt nicht. Also wenn ich mich falsch erinnere, ja, und er sowas nie gemacht hat und es anscheinend einen anderen YouTuber gab, der diese Videos gemacht hat,
Kann ja sein, ja. Ich habe ja auch extra gesagt, das ist nur meine Erinnerung. Ich will euch nicht sagen, dass es die ultimative Wahrheit ist. Aber was ich hundertprozentig weiß, ist, dass ich ihm das gesagt habe 2020, dass ich mich daran erinnere. Und deswegen frage ich mich, warum er jetzt so verwundert guckt, warum er so schockiert guckt, so als ob er das noch nie gehört hätte. Ich habe ihm das schon mal gesagt. Er weiß, dass ich mich so daran erinnere. Das ist auf jeden Fall geschauspielert, seine Reaktion gerade. 100% geschauspielert. So, also, das zum Kontext. Er hat sich sehr darüber echauffiert, dass ich das gesagt habe. Und daraufhin kam dann noch diese Aussage von Marvin hier im Verlauf des Videos. Wie viele YouTuber gibt's denn, die in Amerika Auto fahren und Jesus Songs pumpen? Ich habe versucht, mich zu erinnern, weil ich ja auch von Anfang an gesagt habe, das ist meine Erinnerung, nicht die ultimative Wahrheit. Ich habe versucht, recherchiert. Und dann, man mag es kaum glauben, gestern Nacht, nach dem Stream, kriege ich eine Nachricht, eine DM. Und jemand schickt mir einen Link. Einen 8 Jahre alten Link, um genau zu sein. 8 Jahre. Eine Person mit einem anonymen kleinen Account, kaum Follower, keine Ahnung. Ich klicke auf diesen Link drauf und sehe dann Folgendes. Schauen wir einfach mal gemeinsam rein, würde ich sagen. Okay, Jungs, Street DJ. Street DJ. Ja, kein Street DJ noch was. Ja, kein Street DJ. Jetzt zurück an diesen sehr schönen Tag. Ich bin jetzt im Stadtzentrum Orlando. Hey, was geht, Leute? Ja, hier nochmal. Es ist gleich Wochenende für Pavlen Bar. Dieser Halt die Fresse Video. Es ist Nummer 350, so jetzt hier in Kissimmee-Bereich, näher Orlando. Spiel! Warte. Aber nicht für Labels, den ich meine Demos zugesandt hab. In der Schule war der Beginn von meinem verdammten Weg. Über die Mucke fand ich Sinn und ich begann zu leben. Konnte mal zeigen, wer ich bin, wurde bekannt am See. Denn meine Musik war in mir drin, ich weiß, du kannst es sehen. Kannst du sehen, dass wenn ich diesen Song hier fertig hab und du ihn anhörst, du mich damit unsterblich machst. Bist du ehrlich, als du sagst, dass du mein Album kaufst? Ich bin ehrlich und ich sag, du pumpst mein Album laut. Wichtiger für mich ist immer gewesen, zu sagen, was in meinem also Schiene sieht hier, Menschen, was zu sagen, dass ich sagen kann. Ich man sieht hier, es gibt einen YouTuber, der durch die USA fährt und Jesus pumpt. Er fährt hier durch Orlando, pumpt meinen Sound und es ist also doch nicht so abwegig. Auch meine Erinnerung war korrekt, dass ich dieses Video gesehen hatte. Das Einzige, wo ich nicht richtig in Erinnerung hatte, war, dass es Marvin war. Aber sind wir mal ganz ehrlich. Sind wir ehrlich, Leute? Die Ähnlichkeit ist schon da. Die Ähnlichkeit ist da. Es ist eine gewisse Ähnlichkeit. Das kann man schon verwechseln. Marvin, musst du selber zugeben. Sei ehrlich. Das ist schon eine gewisse Ähnlichkeit. Wirklich. Sei ehrlich. Auf jeden Fall, ich definitiv erstmal Props an den jungen Mann, Eric Nolf, stabiler Bre, Daumen geht nach oben. Selbstverständlich werde ich das teilen, ich werde das teilen bei mir, Support ist da. Ich hoffe, ihr supportet den jungen Mann auch
Und wie gesagt, ist diese Ähnlichkeit so abwegig? Kann es nicht passieren, dass man ihn mit Marvin California verwechselt? Leute, ehrlich. Kann passieren, oder? In diesem Sinne ist auch wieder gut, Marvin, oder? Wollen wir uns vielleicht eigentlich auf die wichtigen Punkte konzentrieren, um die es ging? Kann ich ja auch nichts dafür, dass eine gewisse Ähnlichkeit vorhanden ist. So, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr den guten Eric Knauf supportet. Lasst ihm Liebe da, hier ist der Link. Der ist 100-mal korrekter und hat mehr Ahnung von Musik, dass du den mit Marvin verwechselt hast. Skandal. Es ist schon beleidigend. Eigentlich sollte ich mich bei ihm entschuldigen. Ich kommentiere ihm auch mal drunter. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch kommentiert und den Bre unterstützt, der da einfach Deutschrap in den USA abgespielt hat, der genauso wie ich es auch in Erinnerung hatte, durch die Staaten gefahren ist und unterschiedlichste Deutschrap-Sachen gepumpt hat und halt eben auch meins, was ich damals echt cool fand. Und irgendwie muss ich auch sagen, irgendwie bin ich auch froh, dass es nicht Marvin war, weil die Aktion ist viel zu cool dafür, dass Marvin das gemacht hätte. Der macht noch Videos, aber nicht mehr so viel leider. Nee, muss man leider sagen. Erstmal will ich, dass ihr alle drunter geht und supportet den jungen Mann. Könnt ihr das mal bitte kurz für mich alle machen? Jeder, der einen YouTube-Account hat. Okay, das ist interessant. Der Account, der mir das geschickt hat, hat sich wieder gelöscht. Sehr ominös. Danke, dass du meine Musik auf den Straßen Orlandos gepumpt hast. Und danke, dass du nicht Marvin California bist. Hinterlass dem jungen Mann auch gern einen Kommentar. Was habt ihr dazu geschrieben? Was ist eure Meinung zur Causa? Nee, tatsächlich, es ist real. Das Video ist tatsächlich auch 8 Jahre alt. Es ist einfach ein junger Mann gewesen, der durch die Staaten gefahren ist. Er hat es ja hier geschrieben. Mein Kanal dient nur der Unterhaltung. Ich möchte keinen Profit mit meinen Videos machen. Eigentlich voll der stabile Junge. Ich liebe mein Hobby und liebe die deutsche Musik. Ich möchte Amerika und der Welt zeigen, dass es sehr gute Musik in Deutschland gibt und sie unterstützen. Und als erster deutsch-amerikanischer Street-DJ euch präsentieren. Jeder kann gerne seine Liedwünsche mir per Nachricht auf meine Facebook-Seite schicken. Leider werden meine Videos manchmal gesperrt, da ich nicht das Urheberrecht besitze. Eure Liederwünsche, darum möchte ich euch Künstler bitten, meine Videos nicht zu sperren. Wie ihr seht, ich habe es nicht sperren lassen. Ich habe das damals geschickt bekommen und ich habe es sehr gefeiert. Ich habe mich sehr darüber gefreut. So, natürlich like ich meinen eigenen Kommentar auch nochmal. Du hast echt Potenzial für Deutschrap-Content, Bro. Gibt leider ein Negativbeispiel aus den USA. Du machst das safe besser. Geil. Justus auch am Start. Ja, genau. Wir erinnern uns ja an die Aussage von Marvin. Wie viele YouTuber gibt's denn, die in Amerika Auto fahren und Jesus Songs pumpen? Eric. Okay, Jungs. Street DJ. Erker Street DJ nochmals. Erker Street DJ. Street DJ. Jetzt zurück an diesen sehr schönen Tag. Ich bin jetzt im Stadtzentrum Orlando. Ich finde, er raucht auch viel cooler als Marvin. Sonny, warm, blauer Himmel, alles Gute ist. Ja, sehr geil, Digga. Gutes Lied, gutes Beat. Mann, sehr, sehr gut. Einfach ein Deutschrap genießen, dieses Video, abonnieren. Einfach ein stabiler US-Deutschrap-Fan. Schade, das Wetter ist echt scheiß bei mir heute, aber so in Amerika sie immer sagen. Bro, keep the show going and continue and make more videos. We want more videos. Last video before 6 years und war nicht mal mit rumfahren. Der Fakt, dass du Marvin mit ihm verwechselt hast, ist extrem lustig. Ich finde auch. Du hast Marvin mit ihm verwechselt. Den kann man ruhig mal mit Marvin verwechseln. Krass, wie Marvin damals aussah. Gib zu, es ist fake. Niemand hört deine Musik im Auto. Quelle, Marvin. Schade, ich dachte, es wäre wirklich Marvin. Ja, aber wie ich ja schon gesagt hatte, das ist so ein unwichtiger Punkt eigentlich an meiner Erzählung gewesen, dass ich es einfach nur lustig fand, dass ich überhaupt darauf hingewiesen wurde, welches Video das war. Wie hat das aber einer gefunden? Ich weiß es nicht. Was ich krass finde, ist, dass der Account, der mir das geschickt hat, einfach sich gelöscht hat. Er existiert nicht mehr. Ja.
Das ist der Account, der das geschickt hat. Der hat mir den Link geschickt. Ich habe geschrieben, absolute Ehre, danke. Darauf wird morgen im Stream reacted. Aber Jay, dir hätte es eigentlich sofort klar sein sollen, dass deine Erinnerung falsch ist, weil Marvin eigentlich nicht das Zimmer verlässt. Ja, das hätte ein Indiz dafür sein können, ja. Geil, dass es noch online ist. Vor allem schlimm, wenn jemand einem die Erinnerung absprechen will. Ich küsse dein Elefantengehirn, Jay. Ich bin ja nicht drauf gekommen, Adessa. Es hat mir jemand geschickt. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gefunden hätte. Eigentlich ein cooles Konzept. Ich fand's auch geil, habe ich ja gesagt. Ich fand es geil. Ich habe eigentlich Marvin damit Props gegeben. Gott sei Dank kommt im Nachhinein raus, er hat diese Props gar nicht verdient. Das war der gute Eric Nauf, der das gemacht hat. Marvin wollte dir dein Erinnerungsvermögen absprechen und dich als irrelevant darstellen. Danke, Eric. Eric, Ehre. Eric muss Marvin zum Battle herausfordern. Es darf nicht beide geben. Das wäre krass. Ja, Leute, so viel zu dieser Affäre. Die können wir dann jetzt auch ad acta legen, oder was sagt ihr?